Ja, hallo liebe Pokémon-Freunde. Heute gibt's nochmal ein kleines Zwischenvideo mit ein paar Büsterchen. Und ihr wisst ja immer, auf meinem Kanal gibt's manchmal Ebbe, manchmal Flut. Ebbe bedeutet, gibt weniger Videos, ja, wie in letzter Zeit. Mein letztes großes Ding war Pokémon Schwarz und Weiß Plasma Sturm, ein ganzes Display. Ja. Leider geht auch mir manchmal das Geld aus und dann reicht es nicht mehr für ein ganzes Display. Aber für ein paar kleine Büsterchen reicht es dann doch noch. Und deswegen wird es jetzt erstmal wieder die Flut geben, denn es wird in absehbarer Zeit ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Videos geben. Ja, lasst euch da ein bisschen überraschen, aber jetzt gibt's erstmal hier ein paar Büsterchen von Pokémon, Schwarz und Weiß, Plasma Sturm. Ich habe hier einmal ein Kleopatra, dann habe ich einmal ein Panferno, dann habe ich hier ein Lugia und ein Arktos. Was sehen wir denn da? Tja, ein Plasma Frostbooster. Das ziehe ich mal beiseite, denn das öffne ich ganz zum Schluss. Gut, dann fange ich doch an, ne? Altbekannte Reihenfolge. Ihr kennt's. Arktos mag ich ganz besonders. Dann Lugia, Panferno und Kleopatra öffne ich zuerst. Dann fange ich doch mal an hier mit dem Öffnen. Und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir hier auch gute Karten kriegen. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt alle ein bisschen sehen. Ich gehe mal ein bisschen hier aus der Lampe, aus dem Licht. So, wir haben hier ein Pygraulon. Dann haben wir hier ein Dodu, ein Lichtel, ein Pipi, ein Kigugi. Oh, ein Pixie als Reverse Rare. Very nice. Schau mal hier für den Anfang und oh mein Gott. Direkt erstes Booster. Ihr seht's. Direkt erstes Booster, ihr seht's. Direkt erstes Booster, schwarzes Kyurem X. Guckt euch das an, da. Seht ihr das? 180 KP, 180 schmettert der kleine Wämser hier rein. Very nice. Hammergeil, hammergeil. Das ist ja auf jeden Fall ein Mega-Highlight. Ja, dann haben wir hier noch den Akromaten, dann Strepoli, Fabhydro City Arena, ja, und zu guter Letzt noch den Online-Code. Nächstes Booster, Pampyro. Geht hier direkt weiter. Ein Wadiwi. Dann ein Watznapf. Ein Pipi. Ein Gelatini. Magnetilo. Stravikel. Reverse. Nicht Rare. Und als Rare haben wir ein Magnezone. Dann haben wir ein Plasmafregatte. Ein Golbat. Ein Evolit. Und den altbekannten Online-Code. Dann machen wir hier mal direkt weiter mit dem Lugia Booster. So, hier haben wir ein Magnetilo, ein Funpi, ein Chelast, cooles Artwork, ein Smogon, ein Trassler. Oh, ein Inico Reverse, nicht Rare. Und als Rare haben wir ein Cavalores. Dann haben wir ein Kuckmardal, ein Grillcheetah, ein Lucario und den Online-Code. So, dann hätten wir für heute das letzte Plasma-Sturm-Booster, ein Arktos-Booster. Nicht Arktos, bitte, ne? Bring mir Glück, das weißt du ja. Du sollst mir immer Glück bringen, Arktos. Ist ja einer meiner Lieblings-Pokémon, also Arktos, bitte, ne? Mach hier noch einmal, lass mich noch einmal was Gutes bescheren.
Also, wir haben hier ein Kikugi, ein Klick, ein Riolu, ein Lotuzel, ein Feliu, Fermicula Reverse. Ist das jetzt eine Rare oder nicht? Nein, das ist keine Rare. Das sieht gut aus. Trotzdem, trotz dass es keine Rare ist, sieht es gut aus. Ein Panferno Holo, hier als Rare nochmal zum Abschluss. Ist ja schick. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Ja, dann haben wir hier noch ein Rotom, ein Keifel, ein Erater und den altbekannten Online-Code. Und zum guten Abschluss jetzt noch einmal hier ein Schwarz und Weiß, Plasma Frost, 10 zusätzliche Spielkarten, Frostbooster. Mal sehen, was dieses Booster mir noch bescheren tut. Tja, ich hoffe nur Gutes. Vielleicht nochmal so eine richtig herrliche Karte hier an Land ziehen. Aber erstmal habe ich hier ein Makabaya, ein Radfratz, ein Slimer, ein Nidoran, ein Shallowquap, ein Aquana Holo, ja, Aquana Reverse, nicht Rare, sieht aber trotzdem mega stark aus, das Aquana. Richtig cooles Artwork. Und als Rare haben wir ein Nidoking. Ich habe da irgendwie so ein Gerücht gehört, dass es Nidoking jetzt auch als Ex-Karte geben soll. Da habe ich irgendwas Verrücktes habe ich da im Internet gesehen. Da habe ich auch gedacht, so WTF, was geht denn jetzt? Nidoking als Ex-Karte? Das ist ja schon krass. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Da war irgend so eine krasse Nidoking-Karte. Nidoking Holo oder was? So richtig cooles Artwork. Auf jeden Fall so eine Special Heckmeck-Karte. Ja, die muss ich auf jeden Fall auch mal gucken, nochmal recherchieren. Die ist auf jeden Fall da. Da bin ich nur so durch Zufall drauf gestoßen. Kann eine Ex-Karte gewesen sein? Weiß ich nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier das Reverse, nicht das Reverse, das Nidoking in Rare-Formation. Allerdings nicht Holo. Ist mir aber auch egal, weil das sieht cool aus. Dann haben wir hier nochmal, oh, das Aquana, ne? Aquana Plasma. Das hatten wir ja eben in Reverse-Formation. Dann haben wir hier das Staravia. Dann haben wir hier nochmal ein Nidorina und natürlich den Online-Code. Ja, und das war's auch schon, Leute, für dieses Video. Dann kann ich hier noch einmal kurz die Highlights präsentieren, beziehungsweise das Highlight, nämlich diese schicke Karte, schwarzes Gyrium X. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Wie schon gesagt, es wird jetzt wieder ein bisschen Flut geben auf meinem Kanal. Wird ziemlich viele Videos jetzt in nächster Zeit geben. Und freut euch drauf, freut euch drauf, freut euch drauf. Auf jeden Fall kann ich sagen, wenn ich es denn jetzt finden würde, vielleicht war das hier ja ein Omen. Vielleicht, man weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.